Es ist so heiß. Lieg nicht auf dem Gehweg rum, Ben. Nein, die Sonne hat ein weiteres Opfer gefordert. Auf Wiedersehen. Hier, es ist bestimmt 1000 Grad heißer auf dem Gehweg. Vielleicht hast du recht. Alles klar, Kinder, wollen wir spazieren gehen? Ben, was machst du da? Mit ihm ist alles in Ordnung. Was machen wir hier draußen überhaupt? Schau dich doch mal um, Ben. So eine Aussicht ist einmalig auf der Welt. Das sind doch nur ein Haufen Steine. Naja, es ist ein Meisterwerk der Natur. Klar, der Haken daran ist die ungeheure Hitze. Manchmal muss man das Schlechte ertragen, um das Gute zu entdecken. Hey Ben, ich wette, die halten dich kühl. Durch die Verbindung mit diesen Kristallen kann ich mit der Natur kommunizieren und die Hitze bekämpfen. Wie kommst du denn auf sowas, Gwen? Das steht in dieser Broschüre. Wie du dich mit Kristallen verbindest. Schlammlawine! Sie kommt auf die Stadt zu! Keine Sorge, Leute, Inferno, pack das! Die Krage? Neue Arme? Gar kein Problem, ich muss nur ein Loch graben. Die neuen Arme gefallen mir. Dankeschön. Schon unterwegs. Ist er ein Performance-Künstler? Ich finde Straßentheater toll, so bewegend. Meine Güte, Ben, das war... merkwürdig. Ich weiß, aber ich meine, ich habe die Stadt gerettet, also ist die Krise abgewendet. Ich weiß ja nicht, Ben. Diese Plasmakräfte sind irgendwie unberechenbar. Sind sie nicht zu viel für dich? Nein, kein Problem. Außerdem war das nicht ich, das war die... die Omnitrix! Vilgax! Höre meine Warnung, Herr Kind. Die Omnitrix wird dich ins Verderben führen. Meine Faust in deinem Gesicht wird das einzige Verderben sein. Dieses Straßentheater ist mir zu bewegend. Was war denn das? Ein Zeichen ungezähmter Macht. Ich suche keinen Streit mit dir. Ich auch nicht, weil ich dich jetzt gleich in die Wüste schicke.